Moin Freunde, ich bin es, Sven, der Investingenieur. In diesem Video wird es einsteigerfreundlich. Wir schauen uns einmal ein paar ETF-Kombinationen an, die sich eigentlich für jeden Anfänger eignen. Warum? Weil sie relativ breit gestreut und damit auch relativ sicher sind. Gleichzeitig sind sie aber auch eine tolle Möglichkeit für alle, die sagen, hey, ich möchte gar nicht in Einzelaktien investieren, sondern ich versuche einfach in den Markt zu investieren und nehme da die marktübliche Rendite mit. Wie immer gilt, das ist keine Form der Anlageberatung, nur meine eigene Meinung und Abfahrt. Ja, und hier sind wir auch schon. Wir starten mit der ersten Kombination. Und das ist hier der iShares Core S&P 500, beziehungsweise erstmal der Indiz. Das ist das Wichtige hier. Wir nehmen den S&P 500. Der S&P 500 ist ein Index mit den 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen. Was wir uns jetzt erstmal kurz nur angucken wollen, ist, was da so enthalten ist. Und klar ist natürlich US-amerikanisch, das heißt, wir sind hier fast nur in Nordamerika bzw. in den USA. Es spielen ein paar andere Länder mit rein. Das sind oft so Kombinationen, die kommen, wenn ein Unternehmen in mehreren Ländern notiert ist oder vielleicht auch einfach seinen Sitz gewechselt hat, der nicht in den USA liegt, aber trotzdem in diesem Indiz vorhanden ist. Und hier haben wir natürlich dann gleich, ich sag mal, ein kleines Problem auch, werde ich später am Fazit noch ein bisschen mehr zu sagen. Wir sind einfach auch nur in den USA von den Ländern. Wenn wir uns die Unternehmen angucken, wer ist dabei? Hier Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Berkshire, Hathaway, Alphabet, A und C, gibt es zwei Aktientypen von United Health, Exxon und Johnson & Johnson. Insgesamt hier die Top 10 Positionen machen gut ein Viertel aus, aber Alphabet zum Beispiel hier mit 7% ist dann halt auch schon relativ hoch gewichtet. Dazu eben hier die hohe Gewichtung der USA auch. Ja, von den Branchen her sehen wir hier Technologie gut ein Fünftel, dann Gesundheitswesen, Finanzen ist, ich sag mal, etwas mäßig diversifiziert. Ich sag mal, die drei machen ja schon über 50% aus, geht besser, ist aber jetzt auch nicht so schlimm an der Stelle. Wichtig hier vielleicht noch, alle diese Unternehmen verdienen natürlich auch international ihr Geld, also das darf man dabei nicht vergessen. Zur Rendite und sowas kommen wir dann gleich im Fazit. Wir gucken uns mal die nächste Kombination an. Und das ist hier wieder ein iShares ETF, aber wichtig hier der Index, der MSCI World. Und der ist etwas anders. Hier sind wir bei 23 weltweiten Industriestaaten. Das heißt, neben der USA ist noch Kanada mit dabei. Ein Großteil von Westeuropa um Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Co. Aber auch beispielsweise Japan und Australien. Das Schöne ist hier also, wir decken dann schon deutlich mehr von der Welt ab. Wir sehen es hier, die USA nur noch 70%. Japan hier mit guten 6, das Vereinigte Königreich mit 4, Kanada mit 3,5, die Schweiz ist da mal mit 3, Frankreich mit etwa 3, Australien, Deutschland mit jeweils etwa 2, die Niederlande und zum Beispiel auch Schweden. Ja, bei den Unternehmen, wenn wir mal genau gucken, da hat sich eigentlich nicht so viel verschoben. Wir springen nochmal zurück, dann kannst du den Vergleich auch besser mit mir zusammen sehen. Das sind hier tatsächlich die gleichen Namen, nur die Gewichtung hat sich ein bisschen geändert. Bleiben also trotzdem sehr US-lastig, aber wir haben auf einmal nicht mehr 25, sondern nur noch 17% hier und auch Apple, vorher waren sie zum Beispiel hier 7%, sind jetzt nur noch 5%. Und auch nach den Branchen können wir es hier sehen, Technologie auf einmal nur noch 20%. Insgesamt diversifiziert sich alles etwas mehr, besonders vor allen Dingen eben auch nach Ländern. Ja, MSCI World, also hier auch eine spannende Kombination, wenn man eben nicht nur auf die USA setzen möchte. Problem, es gibt natürlich noch mehr Länder, die nicht zu den Industrieländern zählen. Da ist zum Beispiel China mit dabei oder auch Indien. Das sind die sogenannten Schwellenländer. Und je nach Indiz, es gibt hier zum Beispiel auch ein Pendant dazu im anderen Index, der ist ähnlich dann aufgestellt, fehlt zum Beispiel auch ein Land wie Südkorea. Ja, und deswegen haben wir hier den nächsten. Das ist quasi der ACWI, der All Country World Index. Und hier sind eben neben 23 Industrieländern noch 27 Schwellenländer, die sogenannten Emerging Markets, mit dabei. Und auch hier schauen wir mal in die Allocation hinein. Und wir sehen hier die USA 62%. Davor waren es noch 69, es fällt also leicht. Japan ist ähnlich stark mit dabei und wir sehen hier ein neues Land mit dabei. China ist auf einmal hochgerutscht hier mit, naja, 2,5, fast 3%, 2,66 um genau zu sein. Und auch Indien ist auf einmal mit dabei. Insgesamt hier, wir können einmal gucken, was hat sich verschoben. Ja gut, wir haben hier ein iShares MSCI India ETF.
Was heißt das an der Stelle? Naja, letztendlich ist Indien etwas schwer abzudecken und iShares bietet an der Stelle dazu einen eigenen ETF an. Da hat man also Indien mit reingenommen. Aber ansonsten verschiebt sich hier also auch wenig in den Gewichtungen. Wir sehen aber Apple von 5% jetzt nur noch auf 4,5. Es wird also wieder etwas diversifizierter. Gucken wir mal in die Branchen und hier sehen wir wenig Veränderung. Technologie weiter bei 20, Finanzen bei 16, war davor bei 15. Also ähnlich diversifiziert wie davor. Vorteil ist hier tatsächlich, wir decken mehr Länder ab. Und man kann sagen, der MSCI World war etwa waren 100% Schwellenländer, kein Wunder. Und der MSCI All Country World Index, hier sind etwa 90% der 90% Schwellenländer und 10% Emerging Markets. Also wir bekommen so einen kleinen Touch der Schwellenländer mit hinzu. Ja, und damit möchte ich dir nochmal eine andere Möglichkeit vorstellen. Dieser MSCI World Index ist die eine Möglichkeit, die andere ist der FTSE All World Index. Das ist einfach ein Index, der dem Ganzen zwar sehr ähnelt, aber hier vom Anbieter Vanguard kommt und beziehungsweise auch nur für diesen Anbieter Vanguard besteht. Hier haben wir dann zum Beispiel 25 Industriestaaten und 24 Schwellenländer. Ein Land fehlt also. Gucken wir hier mal kurz rein, was hier so enthalten ist. Und von den Unternehmen her sehen wir hier wenig Veränderungen. Wir sehen, es sind eben nur 15%, 15,8% hier, die die Top 10 ausmachen. Aber grundsätzlich sind das hier die alten Bekannten. Hier USA 60%, China etwas höher gewichtet, Indien auch, Deutschland rutscht jetzt zum Beispiel auf Platz 10. Aber auch von den Branchen her gleicht sich schon sehr. Und das werden wir am Ende auch nach Rendite sehen. Der FTSE All World und auch der, zum MSCI All Country World Index, die sind sich schon sehr ähnlich. Ja, und dann habe ich gesagt, es gibt natürlich auch noch andere Kombinationen und da gucken wir uns jetzt mal eine an. Die erste ist hier das klassische 70-30. Hier nimmt man also 70% den MSCI World Index und 30% den Emerging Markets Index, auch von MSCI. Und damit will man nochmal so ein bisschen näher an die tatsächliche Wirtschaftsverteilung rankommen, denn die Schwellenländer machen zum Teil einfach auch mehr als nur diese 10% aus. Gerade China ist ja auch eine Wirtschaftsmacht, deswegen hier die 70-30-Verteilung. Und auch hier möchte ich mit dir einmal kurz in die Analyse gehen und wir schauen uns hier mal etwas die Verteilung an. Erstmal nach Sektoren sehen wir hier, sieht relativ ähnlich aus, 20% IT, Finanzen ist etwas runtergegangen hier, wir gucken nochmal. Von 16 auf 12. Insgesamt hier ein relativ diversifiziertes Bild, wenn man eben mal die Informationstechniken rausnimmt. Gesundheitswesen hier 10%, Nichtbasiskonsum 10%. Also auf einmal sind es nicht nur drei, die über 50% ausmachen, sondern man braucht dann vier. Aber es ist eben ein bisschen schöner verteilt. Gucken wir mal nach Region und wir sehen Nordamerika nur noch 54%. Deswegen will ich gar nicht drum rumreden. Wir gehen zu den Ländern. Hier USA tatsächlich noch 50%, China relativ hochgewichtet, auf einmal Nummer 2, Japan ist dabei, das Vereinigte Königreich, aber auch Taiwan relativ weit oben, zum Beispiel Taiwan Semiconductor, eins der wertvollsten Unternehmen der Welt. Ich glaube, sie sind in den Top 20 auf jeden Fall drin, Top 10 könnten sie rausgerutscht sein. Indien relativ hoch mit dabei, Korea auf einmal auch, Deutschland dann etwas abgerutscht. Also wir sehen hier schon, da kommen dann noch ein paar andere Länder mit dazu, die wir vorher nicht hatten. Ja, und damit gucken wir nochmal auf die letzte Kombination und hier habe ich eine mitgebracht, die würde ich so ein bisschen unter dem Namen Home Bias laufen lassen. Weil natürlich ist es auch immer so ein bisschen schwer zu sagen, ja, ich investiere in die USA, in China und Co. Hier jetzt mal eine Variante, wo man deutlich mehr Europa mit dabei hat. Wie ist das Ganze aufgebaut? Wir haben 40% den MSCI World Index, den wir schon kennengelernt haben, 30% diese Emerging Markets, die wir eben auch schon dabei hatten und 30% den Stocks Europe. Und das ist ein Indiz, da sind die 600 wertvollsten Unternehmen in Europa mit dabei. Und auch hier springen wir einmal ganz kurz in die Analyse hinein. Hier sehen wir noch die Verteilung und wir gucken mal, wie sich das Ganze dann nach Sektoren verhält. Und wir sehen hier Informationstechnologie ganz schön runtergegangen, auf einmal noch 16%. Finanzen etwas höher wieder mit 13%, Gesundheitswesen ist mit dabei, also auch hier eine relativ ähnliche Verteilung. Immobilien machen hier wenig aus, die haben aber auch schon beim hier S&P wenig ausgemacht. Das ist was sich an der Stelle durchzieht, aber es ist nochmal ein bisschen diversifizierter, weil natürlich Europa so andere Unternehmen mit reinbringt. Nach Branchen wollen wir gar nicht unbedingt hier gucken, nach Regionen, ja, wir sehen jetzt Europa 40%, warum wird das so stark? Naja, Europa ist auch schon im MSCI World natürlich enthalten.
Und wir gucken mal, USA jetzt nur noch 30%, das UK hier mit 9% sehr stark, Schweiz deutlich höher, Frankreich, China mit 5%, Deutschland jetzt auch mit 4,5%. Wir sehen also einfach eine deutliche Verschiebung zu Europa an der Stelle. Das waren jetzt erstmal 6 Möglichkeiten. Wir haben alle mal angeguckt, wir haben sie grob überflogen. Und übrigens keine Sorge, du musst nicht mitschreiben. Ich werde diese Möglichkeiten mit WKNs dazu, mit Muster WK1, da nochmal im Video verlinken. Jetzt gucken wir aber mal die entscheidende Frage an. Was bleibt davon denn eigentlich hängen am Ende? Ja, und dazu habe ich Folgendes gemacht. Ich habe einfach mal gesagt, wir gucken in die letzten 5 Jahre zurück. Und da habe ich gesagt, wir haben vor 5 Jahren 10.000 Euro investiert und was ist daraus geworden? Und dann sehen wir eben auch ganz klar, Europa ist schön und gut, wenn ich mich da sicher fühle, aber da mache ich eben die niedrigste Rendite hier. Nur 3.000 Euro knapp Gewinn, während ich mit dem S&P 500 nur auf die USA zu setzen 8.400 gemacht habe. Hier neben haben wir mal die Gesamtperformance nochmal stehen und hier die Performance pro Jahr. Und damit ist eben klar, diese starke Diversifikation nach Ländern bzw. mit dieser Europasicherheit kostet mich an der Stelle dann wirklich auch viel Geld. Mein Part an der Stelle oder meine Meinung an der Stelle ist ganz einfach, das wäre eine Kombination, die ich nicht machen würde. Ja, dann haben wir das klassische 70-30 und das ist was ich momentan auch noch laufen habe, ein bisschen variiert mit dem 60-30-10, 10% Small Caps noch dazu. Das sind besonders kleine Unternehmen, die nicht mit enthalten sind. Aber auch eine Variante, die hat zwar 7,04% Rendite gemacht und das ist erstmal ordentlich, aber auch etwas, was hier underperformt, wo ich auch inzwischen sagen würde, das würde ich nicht mehr machen. Zumal es hierbei ein Problem gibt. Du musst natürlich diese 70-30 da auch so ein bisschen halten. Und wir gehen nochmal zurück in die Variante und hier habe ich es nämlich extra mal so laufen lassen. Und wir sehen hier, wenn ich das vor 5 Jahren investiert hätte, die 10.000 Euro, wäre aus meinem 70-30 jetzt hier ein 78-22 geworden. Ich muss hier also regelmäßig auch rebalancen, das heißt gucken, dass diese Anteile weiter in diesem 70-30-Verhältnis stimmen. Ist also relativ kompliziert, Rendite auch nicht so hoch, deswegen sage ich hier an der Stelle auch raus. Und jetzt sind 4 Varianten über und fairerweise muss man sagen, hier All Country World Index oder der Vanguard FTSE All World, das nimmt sich nicht viel, Freunde. Guckt euch das mal an, da sind jetzt 2 Euro an der Stelle. Wollen wir über 2 Euro anfangen zu feilschen? Die beiden laufen sehr ähnlich, die beiden sind sehr ähnlich, insofern würde ich da gar nicht bei denen unterscheiden wollen. Der MSCI World hier ganz klar und wir sehen das letztendlich auch. Der US-Anteil, die US-Aktien waren am stärksten und je höher der US-Anteil ist, hier quasi 100%, hier waren es ja 70, waren es 70, wir gucken nochmal, hier waren es, genau, hier waren es 70 und beim danach waren es eben knappe 60. Je höher der US-Anteil ist, desto höher ist die Rendite, das sehen wir ganz klar. Und insofern bleiben diese 4 über und ich muss aus meiner Sicht sagen, mit keiner von diesen 4 Varianten, selbst mit keiner von diesen 6, muss man fairerweise sagen, würde man etwas falsch machen. Der S&P 500 wäre mir persönlich alleine zu US-lastig und mein Einzelaktiendepot ist schon sehr US-lastig, deswegen mache ich hier mal ein Fragezeichen ran. Ich will ihn nicht xen, das wäre etwas unfair, aber das wäre mir zu wenig diversifiziert. Und auch beim MSCI World habe ich das Problem, dass einfach mein Einzelaktiendepot, das ist ein Industriestaatendepot. Und auch da habe ich die Schwierigkeit, deswegen mache ich hier auch ein Fragezeichen ran. Aber wie gesagt, beides Varianten, die man nehmen kann. Und inzwischen muss ich sagen, ich bin ein großer Freund von diesen One-Size-Fits-All, möchte ich es fast nennen, Lösungen, wo wir quasi ETFs haben, die gleich die Industriestaaten, aber auch so ein bisschen die Emerging Markets mit abdecken. Und insofern aktuell wären tatsächlich das hier meine Favoriten. Ich überlege auch sehr hart und da schreib mir gerne auch mal deine Meinung zu, da diskutieren wir gerne in den Kommentaren, mein ETF-Depot umzustellen, meine ETF-Strategie und hier nur noch auf den Vanguard FTSE All World zu setzen. Das heißt, ja, ich mache mal hier ein Ausrufezeichen dran. Das wären tatsächlich meine Favoriten, denn ich denke, langfristig wird diese oder finde ich es schwierig mir vorzustellen, dass diese Dominanz der USA und langfristig, da reden wir von 20, 30 Jahren, so weiter geht wie bisher am Aktienmarkt. Ja, das war meine Meinung, beziehungsweise das war erstmal das Video, wo ich dir 6 Basismöglichkeiten von ETFs vorstelle. Es gibt natürlich noch eine Vielzahl mehr. Es gibt so viele ETFs, da kannst du beliebig kombinieren. Aber hier einfach mal 6 einfache und schnelle Möglichkeiten. Und wir haben gemeinsam alle ein bisschen kennengelernt. Wir haben geguckt, wer ist am Ende am renditestärksten und wer ist persönlich mein Favorit. Und
Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich freuen, wenn du ein Like und einen Kommentar da lässt. Schau auch gerne in die Beschreibung, da habe ich dir auch ein Depot vorgeschlagen. Da kriegst du gleich noch ein gratis Asset mit zum Start. Vielleicht ist es eine Aktie, vielleicht ein ETF. Und da kannst du dann auf einen dieser ETFs, wenn dir einer zusagt, gerne auch einen Sparplan erstellen. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.